Also Ringier ist, denke ich, als da sicher führend gewesen, sehr, sehr früh nach Osteuropa gegangen. Wir sind eigentlich in Märkte gegangen, zu Zeiten, in denen andere Verlagshäuser dort noch nicht unterwegs waren, profitierten davon sehr lange, profitieren davon immer noch. Dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr leiden wir darunter, weil diese Regionen natürlich sowohl von der wirtschaftlichen Seite als auch der, sagen wir mal, kurzfristig konjunkturellen Seite etwas Schwierigkeiten haben, gerade Länder wie zum Beispiel Rumänien. Wir sind da reingegangen, weil wir gesehen haben, dass das für uns eine tolle Marktchance ist. Wir sind nicht so groß, als dass wir uns so große Märkte wie Deutschland, Frankreich, Spanien vornehmen wollten und haben uns eher fokussiert auf sehr wachstumsstarke Märkte, die alle Einwohnerzahlen von, sagen wir mal, 10 bis 20 Millionen haben. Und da sind wir sehr zufrieden. Asien sind wir punktuell auch. Also in China sind wir schon sehr lange aktiv, in Vietnam sind wir aktiv. Wir schauen uns im Internetbereich auch noch ein paar andere asiatische Märkte an, wie Indonesien. Indonesien ist so ein Land, was uns sehr interessiert. Wir glauben halt, dass wir in Emerging Markets, in wachstumsstarken Regionen, unsere Vorteile ausspielen können.